Fünf Schritte, Metta Tonglen Meditation. Schwerpunkt: Selbst Mitgefühl üben ohne Ego, ohne das Ego unnötig zu betonen. Entwicklung einer geeigneten Motivation für die Meditationsübung. Wir erkennen die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen, um wache Präsenz, Metta-Herzenswärme und Mitgefühl mit der Tonglen-Meditation zu kultivieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer und mitfühlender sein zu können. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen, zu besänftigen, anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme und des Mitgefühls zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Und dies ist eine buddhistische Zufluchtsformel. Wenn es für uns passt, sie zu rezitieren, zu sprechen oder sie zu hören oder gleichzeitig das, was für uns ein spiritueller Schutz ist, uns zu vergegenwärtigen, auch wenn es etwas anderes sei, dann haben wir dafür ein paar Momente. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Spüren wir unsere eigene persönliche Motivation, diese Meditation durchzuführen, auch mit dem Aspekt Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl. Wir dürfen uns also um etwas kümmern oder etwas anwenden bei der Praxis, was sich auf etwas bezieht, woran wir selbst leiden oder was für uns selber schwierig ist. Sei es im Körper, sei es in den Emotionen, etwas in unserem Leben. Kommen wir erst einmal an in unserer Meditationskörperhaltung, und das heißt auch auf unserem Sitzplatz. Lassen wir uns hier ganz nieder. Und sagen uns auch, hier werden wir bleiben, bis wir unser eigenes Anliegen angeschaut und mit etwas mehr Freundlichkeit und Güte versorgt haben.
Der Oberkörper aufgerichtet und zugleich auch recht entspannt. Wir atmen sehr bewusst, aber auch gelassen ein und aus. Keine besondere Atemübung, aber wir könnten mal nachschauen, ob der Atem ausgeglichen, harmonisch ist, dass wir in etwa genauso lange ausatmen wie einatmen und dass wir das irgendwie mit dem ganzen Körper tun, nicht nur mit der Nase. Der ganze Körper atmet. Auch wenn wir gleich etwas Eigenes mit Freundlichkeit und Mitgefühl üben werden anzuschauen, entspannen wir erst einmal alle Ich-Bezogenheit, bis etwas Raum entsteht, bis da ein offenes Dasein auftaucht, ein sitzender Körper, eine ausgeglichene Atmung, ein wacher, präsenter Geist. Falls da tatsächlich ein Leidensdruck wäre, der recht groß ist, zumal wir uns vielleicht schon vorgenommen haben, da etwas in uns anzuschauen, zu versorgen, was für uns wirklich schwierig oder schlimm ist, dann achten wir an der Stelle erst einmal sehr auf Entspannung, dass wir diesen Druck entlassen können. Da mag etwas sein, was uns beschäftigt, belastet. Aber zuerst wecken wir unsere Klarheit, die Aufrichtigkeit, Aufgerichtetheit, und Entspannung. Öffne den Geist, komme in der Gegenwart an, schaffen Freiraum, etwas Stille.
Wenn es da also tatsächlich Themen gibt, vielleicht auch Körperthemen, eventuell mit Beschwerden, mit Schmerzen verbunden oder emotionale Themen, die uns irgendwie doch sehr belasten. Lassen wir sie noch ein paar Momente ein bisschen wie am Rand unseres Gewahrseins, so als würden wir in einem Raum sitzen, einem Zimmer mit ein paar Türen und die können ruhig schon ein bisschen offen sein, aber die Dinge, die uns beschäftigen, worum es heute auch gehen darf in dieser Sitzung, sind jetzt noch wie am Rand unseres Raumes. Wir lassen sie noch nicht wirklich herein. Wir wissen, dass sie da sind. Wir wollen uns auch um sie kümmern. Wissen aber auch, wenn ich das so sagen darf als Anleitender, dass es nun auf den Raum ankommt, den wir selber auch in uns tragen, der auch da ist. Es ist immer mehr Raum da als Inhalt. Ein bisschen wie wenn man aus dem Weltraum auf den Planeten Erde schaut, was wir ja durch die technischen Möglichkeiten heute als Bild kennen. Da mögen noch so viele Dramen auf diesem wunderbaren Planeten hier stattfinden, aber von außen gesehen ist er ganz klein. Einfach so eine bunte Kugel, die im endlosen All schwebt und da in diesem Erdkreis, in diesem Erdball und seiner Atmosphäre spielen sich diese ganzen Tragödien und aber auch diese ganzen Wunder ab. Und darum ist so viel Raum, so viel Weite. So auch in uns. Mehr noch, wir sagen uns jetzt, wir könnten uns jetzt sagen, dieser innere Raum darf sich zuerst einmal wirklich etwas anfüllen mit Freundlichkeit und Güte. Wenn wir an unser Leiden denken oder unsere Themen, Probleme, Schmerzen, dann bläht sich da sehr gerne mitten im inneren Raum unser Ich auf, die Stimmen unseres Ego. Lassen wir sie erst noch etwas verklingen wie Schall im Raum und erinnern wir uns an die Möglichkeit, in diesem inneren Raum Wärme, Licht, Qualitäten von Freundlichkeit und Güte, Wohlwollen zu entfalten, die auch da sind. Lassen wir so etwas wie eine innere Sonne aufgehen oder einen Buddha oder ein leuchtendes Mitgefühlswesen, ein Bodhisattva, weiblich oder männlich, in diesem Raum erscheinen oder irgendetwas, was in unserem geistigen Innenraum, Innenleben ein gutes Motiv dafür, ein geeignetes Motiv dafür wäre. Das, was Wärme ausstrahlt, Helligkeit. Vielleicht die Erinnerung an all die Güte, die uns jemals widerfahren ist oder die wir auch schon in uns gespürt haben und bemerkt haben.
Wir sind jetzt schon im dritten Schritt. Wer mag, kann dazu einmal eine Hand aufs Herz legen, diesen Metta-Herzbereich berühren. Vielleicht stellen wir uns ja zuerst so ein Metta-Wesen vor uns im Raum vor oder oberhalb von uns. Und dann lassen wir es in uns hineinkommen. Der Raum ist nicht nur in uns, er ist auch um uns herum. Aber es macht Sinn, es schließlich, also so eine Instanz, die Metta ausstrahlt, auf Herzenshöhe im eigenen Innenraum verortet zu sehen. Und das ist nicht nur Fantasie, es ist wahrscheinlich eine Realität, dass wir im Herzbereich dieses Potenzial zu Güte, Mitgefühl tatsächlich in uns tragen. Eine natürliche Anlage, die uns innewohnt. Können wir so ein leuchtend warmes Ausstrahlen uns vorstellen. Manche vielleicht eher bildlich, andere atmosphärisch, nur in Gedanken. Vielleicht wird uns aber tatsächlich etwas wärmer oder wohliger. Wenn sich der ganze Innenraum des Körpers, aber auch unseres Geistes mit dieser Metta-Herzensgüte anfüllt. Und da sitzen wir auf diese Weise ein paar Minuten in Stille.
Schauen wir mal bitte genau nach, wie es jetzt in uns aussieht. Ist es vielleicht so, dass durch diese Metta-Vergegenwärtigung die Stimmen des Ego in uns gar nicht mehr so laut sprechen oder rufen, sondern wir tatsächlich einfach in etwas Weite und Offenheit sein können, mit einer Wärme und Güteausstrahlung, die aus der Mitte dieses Raumes herauskommt. Vielleicht merken wir, dass diese Art von innerer Qualität viel angenehmer ist als dieses mächtige Ich, das manchmal so stark in uns spricht. Dennoch, wir wollten ja Dinge, die für uns schwierig sind, Leiden körperlicher Art, emotionaler, existenzieller, in dieser Sitzung anschauen und mit Metta und Mitgefühl betrachten und versorgen. Und wenn Sie jetzt bislang an der Peripherie unseres Raumes etwas abwarten konnten, so können wir jetzt vielleicht das eine oder andere Thema, vielleicht am besten nicht alle auf einmal, in unseren inneren Raum hineinbitten oder andersherum aus diesem Raum heraus auf das ein oder andere erblicken. Zum Beispiel auf Körperthemen. Da ist etwas im Körper, was vielleicht unangenehm ist oder was ein Krankheitsthema ist. Es ist irgendwie einfach da. Es ist nicht nur mein Körperproblem, mein Schmerz, mein Körperleid. Es ist einfach, was es ist. Da ist Schmerz, da ist eine Wunde, da ist ein Geschwür, da ist etwas Unklares. Da ist ein sich nicht wohlfühlen im Körper. Es scheint irgendwie da zu sein. Vielleicht ist es sehr konkret da. Und da sind jetzt die Augen von Güte und Mitgefühl, die auf dieses, was da ist, blicken. Und da ist auch die Atmung, die eine Verbindung herstellt, stellen kann zwischen dem gütigen Herzen, dem Metta oder Bodhicitta in uns
und dem, was da, bleiben wir erstmal, wenn ihr mögt oder wenn du magst, beim Körper, was da gerade im Körper ist. Da ist jetzt ein gütiger Blick auf das, was da im Körper ist. Und die Atmung stellt eine Verbindung her zwischen dem Metaherzen und dem, ja, leidenden Teil im Körper und atmet über diese Verbindung hin und her, ein und aus. Und dadurch ergibt sich die Möglichkeit, die Atembewegung, die ruhig und gelassen sein darf, mit einer Bedeutung, einem Sinn zu verbinden, indem wir uns sagen, mit dem jeweiligen Einatmen geschieht ein Anerkennen, Annehmen dessen, was da gerade im Körper irgendwie ist. Und diese Bewegung des Annehmens mit dem Einatmen weckt oder setzt frei die Freundlichkeit, die Güte, das Mitgefühl, berührt das Herz und aus diesem heraus atmen wir aus in diesen leidenden, irgendwie unangenehmen Körperbereich. Finden wir bitte selber heraus, wie wir am besten dabei atmen. Wahrscheinlich braucht es eine etwas entspanntere Atmung, großzügigere Atmung mit einem Gefühl von Zeit haben, Raum haben, dass da Raum ist für das annehmende Einatmen und das aussendende Ausatmen. Eigentlich benötigen wir dazu wirklich gar kein Ego, keine Ich-Betonung. Wir lassen das von selbst geschehen. Da ist etwas Schwieriges. Andererseits ist da die Güte im Herzen. Selbst wenn sie jetzt nur vorgestellt, visualisiert ist, vielleicht ist sie auch schon gefühlt, aber das wird nicht immer der Fall sein, nicht immer möglich sein. Da geschieht wie von selbst eine Begegnung von Leiden und Liebe, Mitgefühl. Ich-Betonung, mein Leid, mein Schmerz, meine Liebe wäre da nur lästig und im Weg. Deswegen sagt die klassische Tonglen-Anleitung, atme Dunkles ein, atme Helles aus. Lass das einfach von selber so geschehen. Gewöhne dich an diese Vorstellung des annehmenden Einatmens, des schwierigen, des aussendenden Ausatmens, des freundlichen, des gütigen, des heilsamen. Lass dabei die Güte, das Mitgefühl zunehmen. Von Atemzug zu Atemzug wird es heller, leuchtender, weiter. Selbst wenn der Anlass
Jetzt noch das Körperthema auch sehr konkret zu sein scheint. Wir haben nun mit der Betrachtung von etwas im Körper eine Weile geübt und das ist oft etwas einfacher, weil die Beziehung zu etwas im Körper vielleicht recht deutlich herzustellen ist. Und wir hätten jetzt noch etwas Zeit, auch etwas in unseren Emotionen, eine bestimmte Thematik innerlich anzuschauen, etwas in unserem Leben. Und dazu müssten wir es irgendwie auch anschauen, als etwas, was da ist. Und es nicht in die Mitte unseres Erlebens hineinlassen, denn da ist das Metta-Herz, das Bodhicitta, die Güte, die Freundlichkeit, sondern eher vor uns oder in unserer Nähe. Vielleicht braucht es einen Kunstgriff, um das üben zu können, wie dass man vor sich eine Wolke sieht, in der dieses emotionale Thema oder existenzielle enthalten ist. Oder man sieht ein Abbild des eigenen Körpers oder auch nur Gesichtes vor sich im Raum, wie in einem Spiegel. Als würde man da diesen leidenden Teil, an etwas leidenden Teil von sich selbst vor sich sehen und ihm dort begegnen. Diese Übung, diese Möglichkeit, zum Beispiel das eigene Gesicht von Emotionen oder einem Lebensthema gezeichnet, deutlich in einem Spiegel vor sich zu sehen, ist manchmal ganz eindrucksvoll. Und dann atmen wir für diesen leidenden, geistig, emotional, wie auch immer leidenden oder unglücklichen Teil von uns, bleiben aber in unserer offenen, weiten Haltung, atmend, ausstrahlend. Weitgehend ohne Ich-Betonung dabei. Auch hier können wir nun über die Atmung eine Verbindung zu diesem, was da eben vor uns ist oder in unserer Nähe ist, diesem anderen Teil, der durchaus zu uns gehört, herstellen und über diese Verbindung ein- und ausatmen.
Und wenn wir das Schwierige, die Emotion, was es auch sein mag, anerkennend einatmen, dann besteht die Übung darin, nicht die Emotion zu verstärken, sondern die Reaktion auf die Emotion. Selbst wenn wir etwas sehr Starkes wie Angst oder so etwas einatmen würden, dürfen wir uns nun vorstellen, dass die Herzensgüte umso mehr aufscheint, aufleuchtet und sie mit der Ausatmung der Emotion angeboten, zur Verfügung gestellt wird. Als würde die Liebe das Schwierige, das Leidvolle begrüßen und umarmen. Das kann sich etwas dramatisch anfühlen, weil genau das geschieht oft nicht. Und dann wird die Emotion größer und dringt in unsere Mitte ein. Aber dafür meditieren wir, dass das nicht geschieht. Die Mitte ist für die Liebe reserviert. Für die Wachheit, die Klarheit. Dies ist das uralte Prinzip, das der Buddha entdeckte, als er die Maras unter dem Bodhibaum sitzend bezwang. Und alles, was er wahrnahm oder auf ihn einstürmte, in einen Blumenregen verwandelte. Das üben wir hier mit dem Ausatmen. Deswegen könnten wir uns auch vorstellen, es visualisieren, falls wir jetzt so eine graue Wolke oder ein Spiegelbild, eine Gestalt von uns vor uns im Raum gesehen haben, dass diese sich durchaus wandelt. Die Wolke wird hell, das Leiden zeigende Gesicht entspannt sich und wird auch freundlich. Die vielleicht von Emotionen gezeichnete Gestalt setzt sich auch zur Meditation nieder und nimmt eine Haltung an, die unserer Meditationshaltung entspricht. Kommt zur Ruhe, wird friedlich, harmonisch ausgeglichen. Wir kommen allmählich zum Ende unserer Meditationssitzung. Wir dürfen alles, was wir in dieser Zeit hier in uns aufgebaut haben, visualisiert haben, erfahren haben, auch wieder ganz in den Raum des Geistes hinein entlassen. Uns aber vielleicht vornehmen, dass wir diese Art und Weise mit Körperthemen, Emotionen, innerem Leid umzugehen, irgendwie bewahren können, dass wir etwas von dieser Übung mitnehmen können in unseren Tag, der nun beginnt, oder auch das Wochenende. Dass wir diese Art und Weise Mitgefühl mit dem eigenen zu üben,
auch in unser Verhalten anderen gegenüber übertragen können. Wir schließen mit guten Wünschen und einer Widmung ab. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, wacher Präsenz, Herzenswärme und Mitgefühl, dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.